Liebe Bürgerinnen und Bürger, wir müssen über Rassismus reden. Wir müssen darüber reden, dass Rassismus tief in unserer Gesellschaft verankert ist. Darüber, dass wir alle rassistisch sozialisiert wurden. Dafür können wir nichts. Unsere Aufgabe ist es aber, so sagt es die Anti-Rassismus-Trainerin und Autorin Tupoka Ogete, uns Schritt für Schritt damit auseinanderzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb bin ich dankbar, dass wir uns hier in Horb dem Projekt angeschlossen haben. Internationale Woche gegen den Rassismus. 2 Wochen, in denen wir Zeit haben, uns ganz persönlich, aber auch als Gesellschaft damit auseinanderzusetzen, in welchen Themen wir selbst rassistisch denken und uns hinterfragen können. Wir sollten uns die Zeit nehmen, uns zu hinterfragen, inwieweit wir diese Vorurteile, die es überall immer wieder gibt, selbst prägen und auch mitleben. In Horb sind wir eine Stadt mit über 80 Nationen. Wir haben es vor einigen Jahren gemeinsam geschafft, über die sogenannte Kulturbrücke die heutigen Weltbürger zusammenzurücken und wirklich ein weltoffenes Horb auch darzustellen. Das ist ein schönes Ziel, aber wir sind da noch lange nicht am Ende und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns selbst immer wieder hinterfragen, inwieweit wir dem unterschwelligen Rassismus, aber auch dem öffentlichen und dem offensichtlichen Rassismus entgegentreten können. Es geht nicht nur um den rechten Rassismus und um rechtsradikale Verbrechen, sondern es geht darum, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und vielleicht auch die Jüngsten mitzunehmen, gar nicht erst in diese Pfade einzusteigen. Als Familienvater ist mir das besonders wichtig. Und wenn wir uns in unserer Stadt gesellschaftlich weltoffen zeigen wollen, gehört es natürlich dazu, dass wir auch als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, dass wir auf ganz vielen Feldern uns positionieren. Gedenken wir auch in diesen 2 Wochen an diejenigen, die Opfer geworden sind, an die Angehörigen von Opfern und teilen gemeinsam auch den Schmerz, den viele erlitten haben. All das zusammen, glaube ich, zeigt, dass es wichtig ist, sich 2 Wochen lang mit diesem Thema auseinanderzusetzen und darüber hinaus dann auch weiter Zivilcourage zu zeigen. Machen Sie bei diesen 2 Wochen mit.